Maurer Automobile in Mühldorf. Ihr regionaler Gebrauchtwagenhandel. Fahrzeugankauf mit sofortiger Zahlung. TÜV-geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, heute am letzten Tag hier auf dem Mühldorfer Traditionsvolksfest, da geht's nochmal so richtig ab. Und was damit alles auf sich hat und wie das Mühldorfer Traditionsvolksfest verlaufen ist, das erfahren wir jetzt. Das Mühldorfer Traditionsvolksfest geht zu Ende. Die Verantwortlichen ziehen eine positive Resonanz. Rund 220.000 Besucherinnen und Besucher kamen heuer. Das sind etwa 20.000 mehr als im vergangenen Jahr. Als durchweg die Sonne schien, im Gegensatz zum teilweise heftigen Regenwetter an den ersten Volksfesttagen in diesem Jahr. Ich war sehr zufrieden, es war ein wunderschönes Fest, war alles ganz toll. Absolut bayerisches Lebensgefühl im Mühldorf am Traditionsvolksfest, wieder volle Zelte. Trotz nicht immer ganz einfacher Rahmenbedingungen, so hat doch das ein oder andere Mal das Ring angefangen. Haben wir auch fast schon Hochwasser noch gehabt, also viele, viele Rahmenbedingungen, die es nicht einfach gemacht haben. Die Leute sind trotzdem gekommen. Wir haben nochmal ungefähr 10% mehr Besucher als im letzten Jahr, also über 200.000 Besucher. Da können wir richtig stolz sein. Zwei Tage mit über 30.000 Besuchern an einem Abend allein. Also ich glaube, das war ein voller Erfolg. Für den Besucherzuwachs, trotz anfangs schlechten Wetters, gibt es eine ganz einfache Erklärung. Das Mühldorfer Traditionsvolksfest hatte drei top organisierte und sehr gut funktionierende Festzelte. Dieser Erfolgsfaktor steht über allem. Auch die Festwirte waren mit dem Verlauf des Mühldorfer Traditionsvolksfests sehr zufrieden. Ja, der Verlauf war grundsätzlich sehr positiv. Am Wochenende war ziemlich viel los. Wir haben ein paar Regentage zwischendrin gehabt. Die haben natürlich schon das Biergartengeschäft, sage ich mal, ein bisschen vermisst, in Anführungszeichen. Aber ansonsten auch die städtischen Veranstaltungen haben sehr gut angenommen worden vom alten Nachmittag und auch der Tag des Landkreises. Also grundsätzlich haben wir ein positives Fazit. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben super angenommen worden und wir haben einfach froh, dass es so gut gelaufen ist. Und heute ist ja der letzte Tag. Wie schaut es denn aus? Ist noch genügend Essen und Trinken da oder wird es schon knapp? Ja, ein paar Sachen gehen uns jetzt schon aus. Alkoholfreies Bier ist leider auch schon aus. Wir haben nicht geklappt mit diesem Anschub auf alkoholfreies Bier. Aber eigentlich haben wir noch genügend und für alle ausreichend da. Also darf nichts fein. Nein, schaut euch um. Es ist wieder proppevoll heute am Montag. Natürlich spielt jetzt auch das Wetter mit. Es hat passt, ich hätte es an meiner Stimme, ich war sehr oft da. Ich habe alles gegeben, was ging und die Leute auch. Von dem her, ich denke, es war ein positives Resümee und es hat dann auch passt. Gibt es denn jetzt schon Pläne fürs nächste Jahr? Noch nicht. Wie gesagt, wir müssen noch warten, ob wir dann das Go kriegen fürs nächste Jahr. Ich hoffe, das entscheidet sich die nächsten paar Wochen. Und natürlich gibt es dann schon ein paar Pläne, aber die kann man jetzt noch nicht zu viel verraten. Verbessern kann man immer und von dem her schauen wir, was dann passiert. Ja, wir waren gerade noch im Zelt drinnen beim Arbeiten, haben selber natürlich fleißig mitgeholfen. Also dementsprechend sieht man, dass wahnsinnig viel los ist. Wir sind super zufrieden und begeistert. Ein kleines bisschen froh, dass es vorbei ist, weil wir schon auch geschafft sind. Aber sehr glücklich, dass wieder alles gut gelaufen ist. Wie schaut es denn aus? Ist nur genügend Bier und Essen da oder geht schon das eine oder andere aus? Na, also beim Bier fällt sich gar nichts. Beim Essen müssen wir jetzt mal schauen, wie hungrig dass die Mühldorfer halt wirklich noch sind. Aber spätestens morgen sind die Lager wieder aufgefüllt. Und du und euer Kleiner, ihr wart ja auch fleißig immer wieder mit da. Wie hat dir denn das Mühldorfer Traditionsvolksfest gefallen? Also uns hat es auch super gefallen. Der Kleine hat es auch super mitgemacht und es war wirklich sehr, sehr schön. Besonders beliebt war in diesem Jahr auch wieder der Vergnügungspark. Zahlreiche Fahrgeschäfte und Attraktionen sorgten für Spaß und Unterhaltung bei Jung und Alt. Ob Achterbahn, Riesenrad oder Autoscooter, hier kam jeder auf seine Kosten. Volksfestorganisator Walter Gruber freute sich sehr über den steigenden Besucherandrang auf dem Mühldorfer Traditionsvolksfest. Also meine Resümee ist eigentlich nur positiv. Beginnen von den Zusammenarbeiten mit der Blaulichtgruppe, wie das Unwetter gewesen ist, mit den ganzen Beteiligten, Bauhof, Feuerwehr, Polizei, bis hin zu dem, wo das Wetter schöner geworden ist, die städtischen Veranstaltungen. Heute noch ein grandioses Abschlussfeuerwerk. Und die Leute sind zufrieden, die auf dem Platz sind, die Festwirte sind zufrieden. Wir haben heute eine Abschlussbesprechung gemacht und auch die Fahrgeschäfte. Also von unserer Seite aus rundum zufrieden. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, wo immer sind bei so einer Größe der Veranstaltung. Aber ansonsten sind wir top zufrieden. Nach 11 Tagen Mühldorfer Traditionsvolksfest geht es jetzt heute dann zu Ende. Ja, hast du denn Erzugsentscheidungen, wenn jetzt am Morgen kein Volksfest mehr ist? Ja, auf alle Fälle. Also es war eine wunderschöne Zeit und natürlich einmalig. Ja, es wird mir auf alle Fälle sehr abgehen, die Volksfestzeit, ja. Was machst du jetzt nach dem Volksfest? Ja, wieder in meine ganz normale Arbeit gehen und der Alltag beginnt natürlich wieder, aber jetzt halt auf alle Fälle noch alles in vollen Zügen genießen.
Auch die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher stand an erster Stelle. Ein umfangreiches Sicherheitskonzept sorgte dafür, dass sich alle Gäste rundum wohl und sicher fühlen konnten. Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und Einsatzkräften funktionierte reibungslos. Ja, was soll man sagen? Das Mühldorfer Traditionsvolksfest ist immer ein familienfreundliches Fest. Es ist super, es ist schön, es ist gemütlich zum Sitzen. Wir haben Gott sei Dank wieder wenig Problemfälle gehabt draußen. Von dem her mega. Also es darf jedes Jahr so weitergehen, wie es vom Vorjahr aufhört. Du hast es ja gerade schon angesprochen, es war wenig zum Tor, also gab es wenig Vorfälle, oder? Relativ friedlich. Ja, logisch. Gott sei Dank ist immer friedlich. Wir haben Gott sei Dank eine hohe Präsenz von unseren Leuten. Wir haben eine Präsenz von der Polizei. Das häuft natürlich ungemein, dass da draußen immer irgendwelche Leute zum Sehen sind. Und somit fangen die Leute meistens gar nicht an. Oder wir haben es halt relativ schnell im Griff, weil wir eben viele Leute sind, die gleichzeitig eingreifen können. Die Verantwortlichen sind sich einig. Das diesjährige Traditionsvolksfest war ein voller Erfolg. Die gute Organisation, das abwechslungsreiche Programm und das tolle Ambiente haben dazu beigetragen, dass sich die Besucherinnen und Besucher rundum wohlgefühlt haben. Man freut sich bereits auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt, willkommen zum Mühldorfer Traditionsvolksfest. Dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, short is, das war is, das score is. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war's jetzt mit der Berichterstattung hier vom Mühldorfer Traditionsvolksfest 2023. Wir werden selbstverständlich auch im kommenden Jahr wieder für Sie mit dabei sein und freuen uns schon auf das Mühldorfer Traditionsvolksfest 2024. Bis dahin, alles Gute, Ihre Nicola Koska. Maurer Automobile in Mühldorf. Ihr regionaler Gebrauchtwagenhandel. Fahrzeugankauf mit sofortiger Zahlung. TÜV-geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie.